Willkommen zurück bei einer neuen Folge iRacing. Und diese Woche sind wir in Lime Rock Park. Ihr seht mich hier gerade auf meiner Qualifying-Runde. Prima, gehen wir kurz die Strecke einmal durch. Hier kommt der Left-Hander. Darauf folgt der Right-Hander. Ich weiß, die Kurven haben eine sehr komische Bezeichnung. Hier kommen wir auf die No-Name-Straight. Hier kommt jetzt gleich eine sehr schwierige Kurve, der Uphill. Hier muss man vom Gas gehen und sofort wieder drauf kommen. Hier seht ihr, da verreißt mir kurz den Wagen so ein bisschen. Da oben ist der Grip echt knallbeschissen. Aber durch den Westbend rollen lassen und sofort wieder rausbeschleunigen. Und jetzt kommt der Downhill. Und zurück auf die Startzielgerade, die Sam Posey Straight. Und das war eine Runde Lime Rock Park und wir springen jetzt gleich auch mal direkt ins Rennen. Hab mich als Erster qualifiziert und mal schauen, was daraus geworden ist. Auf geht's! Einen relativ guten Start hier wegbekommen. Wir sind auf der Innenspur in der ersten Kurve im Big Bend. Ist von Vorteil für uns auf jeden Fall. Lässt sich leicht verteidigen. Ich versuche jetzt einfach nah am Körb zu fahren. Und hier lässt man größtenteils rollen, auch wenn ich hier ein bisschen Gas gebe. Weil es halt einfach noch die Startrunde ist. So, und da haben wir uns durch die erste Kurve zumindest durchgearbeitet. Ich gehe die erste Runde wie immer halt auch ein bisschen langsamer an, weil ich weiß halt hinter mir, die gehen es auch langsamer an, die kämpfen da um Positionen. Ich bin Erster, ich kann eben auch erste Runde erstmal sicher fahren und gucken, uns langsam Distanz aufzubauen. Ja, und diesmal haben wir den Uphill besser genommen, da habe ich den Grip nicht verloren. Die Kurve, die kann man relativ hart anfahren, hart übers Curb und dann ist da eben so eine kleine schwarze Stelle, so abgenutzter Asphalt. Da weiß man dann, dass man wieder beschleunigen muss. Ja, die erste Runde haben wir anscheinend überlebt. Zum Thema Überleben, das ist auch der Grund, warum die letzte Woche kein Video kam. Letzte Woche waren wir in Road Atlanta, ich hatte drei sehr, sehr schlechte Rennen. Im Prinzip alle mit Unfall beendet. Hier verteidigen wir gerade nochmal. Wie gesagt, erstmal letzte Woche alle mit Unfall beendet und auch hier auf Lime Rock Park die ersten zwei Rennen gar nicht gut gelaufen für mich. Es ist schwierig, diese Strecke. Also sie ist nicht so ganz schwer zu fahren, aber es gibt hier halt keine Auslaufzonen und die Leute, wenn sie zurück auf die Strecke kommen, die wissen einfach teilweise nicht, was sie tun, ziehen sofort wieder auf die Strecke und räumen dich dann halt mit ab. Oder du hast halt irgendwie, ja, wie man im Fußball sagt, manchmal hast du einfach Kacke am Schuh und es läuft nicht. Ist mir auch passiert, da bin ich dann abgeflogen und durch meinen eigenen Fehler, hat dann kein Fast Repair mehr. Tja, und das ist dann einfach blöd gelaufen, ne? Aber das Rennen war, naja, es war nicht optimal, es war gut. Es hat mir ein paar iRating-Punkte wiedergebracht. Ich habe die letzten zwei Wochen, also es waren dann fünf Rennen, drei Road Atlanta, zwei Lime Rock Park, habe ich etwa 250 iRating verloren. Das ist richtig bitter gewesen. Ja, versuchen wir mal hier und nächste Woche in, ich glaube, Phillip Island sind wir nächste Woche. Versuchen wir das mal wieder ein bisschen reinzuholen. Und hier spiele ich ein bisschen mit den Kameraperspektiven rum, damit ihr auch mal so das Renngeschehen so ein bisschen besser seht. Was passiert hinter mir, was passiert um mich rum. Ist, denke ich mal, eine ganz gute Idee, um so die etwas unspektakuläreren Teile des Rennens ja, so ein bisschen aufzuwerten. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn nicht, packt es in die Kommentare, dann lasse ich das beim nächsten Mal. So, und wir sind immer noch Erster. Wir sind jetzt, glaube ich, zwei Runden gefahren. Ich bin durch das ganze Quatschen durcheinander gekommen. Wir sind bis jetzt ganz gut durchgekommen. Wir können guten Abstand aufbauen. Wir sind jetzt, glaube ich, 1,6 Sekunden vor dem Zweitplatzierten. Hat ganz gut funktioniert. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung in den späteren Teil des Rennens. Wir gehen in Runde 9. Ich bin immer noch Erster von 18. Und hier, ja, habe ich mir das Rennen versaut. Ihr seht es schon, der Motor. Ich habe mir den Motor hochgejagt. Erste Kurve zu schnell runtergeschaltet von den fünften in den dritten. Das habe ich ein paar Mal gemacht, die Runden davor, und es war wahrscheinlich dann einfach zu viel für den Wagen. Nein, jetzt muss ich halt damit leben, ne? Aber schauen wir uns mal an, was passiert. Zweiter, dritter, vierter. Und zum Glück gibt es halt in iRacing den Fast Repair. Das heißt, wenn man in die Box fährt mit dem Schaden, kann man einmal im Rennen, zumindest jetzt hier in den Klassen, einmal im Rennen kann man sich sofort reparieren lassen. Und das müssen wir jetzt auch wahrnehmen. Und da sind wir Fünfter.
Für die anderen Fahrer hinter mir ist es jetzt mal gar nicht so angenehm, was da gerade passiert, weil mein Motor qualmt und die kriegen halt eben auch dann Ölspritze aus Visier und da ist die Sicht teilweise echt beschissen. Aber ich tue das Beste, was ich kann. Ich versuche mich hier komplett auf der rechten Seite der Strecke zu halten, das Konzept durchzuziehen, damit die halt auch einfach wissen, so, hey, da komme ich außen vorbei, weil es gibt halt hauptsächlich Rechtskurven hier. Ja, und dann fahren wir in die Box. Letztes Mal habe ich beim Fast Repair aus Versehen Sprit nachfüllen lassen, deswegen war ich so sauer, da habe ich so viel Zeit verloren, da habe ich das Rennen einfach geschmissen. Aber sollte man nie machen in iRacing. Es kann alles passieren, das werden wir auch in diesem Rennen noch sehen. Und da holen wir uns kurz den Fast Repair ab und schon wieder raus aus der Box. Ja, wie gesagt, es kann alles passieren in iRacing. Es gibt gerade auf dieser Strecke, da passiert so viel. Crashes, alles Mögliche. Und wir gehen in Runde 14. Wir sind mittlerweile auf Position 12. Dahin, so weit sind wir zurückgefallen. Wahrscheinlich hatten Position 13 bis 18 auch Unfälle. Und hier ist ein überrundeter Wagen vor mir. Ist ein bisschen tricky, um ihn rumzukommen. Da gab es ein bisschen Traktion verloren. Jetzt zieht er sofort wieder neben mich. Weiß ich nicht, ob er das als überrundeter Fahrer machen muss, jetzt die Innenspur zuzumachen. Aber zumindest hier zieht er zurück. Nichts passiert. War relativ fair. Ja, und wir jagen jetzt zumindest wieder der oberen Hälfte des Feldes hinterher. Wie gesagt, wir sind 12. Platz. Und müssen jetzt einfach mal schauen, dass wir das Beste draus machen. Primär geht es jetzt erstmal ums Ankommen, keine weiteren Unfälle bauen. Und dann schauen wir mal, was iRacing für uns noch im Petto hat. Vor allem an den 11. Kann ich mich hier relativ gut ranarbeiten. Muss man allerdings auch dazu sagen, ich bin im 3. Split gefahren. Normalerweise fahre ich im 2. Split und hier ist, naja... Oh, und hier gab es einen Unfall. Das sind zwei Positionen, die ich mir natürlich gerne mitnehme. Wie gesagt, ich fahre im 3. Split. Normalerweise fahre ich im 2. Split. Die Competition ist hier etwas niedriger. So, wir springen in Runde 18. Wir haben uns mittlerweile auf Position 9 vorgearbeitet. Das eine Überholmanöver eben bei den Zweien. Und dann eben noch einen in der Box überholt. Und hier ganz vorbildlich, überrundeter Fahrer macht Platz. Ich bin an Platz 8 dran. Musste hier etwas hart bremsen, weil er früh auf die Bremse gegangen ist. Hat halt auch einen Vordermann gehabt. Ja, zumindest den Kollegen da vorne, den will ich noch kassieren. Er kommt hier ein bisschen weit nach außen, kriegt die Ideallinie nicht, macht aber die Innenspur zu und ich drücke mich da irgendwie vorbei. Ich glaube, da gab es sogar eine minimale Berührung. Aber ist nichts passiert, war eigentlich ein sauberes Überholmanöver und jetzt sind wir auf Position, lass mich nicht lügen, Position 8. Ja, und wir springen in Runde 23. Ich habe wieder eine Position gut gemacht an der Box. Beziehungsweise da war einer an der Box, den ich halt überholen konnte. Und hier hat ein Kollege vor mir die Traktion verloren und ist abgeflogen in der letzten Kurve in der Downhill. Damit wären wir jetzt auf Position 7, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, pardon, wir sind jetzt auf Position 6 sogar. Ja, wir müssen auf Position 6 sein. Quatsch, was rede ich? Wir sind auf Position 7. So, und da vorne haben wir jetzt noch so eine kleine Dreiertruppe vor uns. Wir sind jetzt auf den letzten beiden Runden. Und gucken wir mal, vielleicht können wir da... Ich meine, die sind weit vorne, aber die battlen natürlich um ihre Positionen. Vielleicht können wir da noch irgendwas hinbekommen, dass wir da noch vielleicht den einen oder anderen mitnehmen, während die sich da ihr Duell liefern und sich natürlich dadurch auch langsamer machen. Bin auf jeden Fall rundenzeittechnisch immer näher an die rangekommen, selbst in den letzten beiden Runden noch. Gerade hier, den Part, wenn da gekämpft wird, da verliert man so viel Zeit, wenn man hier nicht sauber den Schwung mit auf die Startzielgerade mitnehmen kann. Ihr seht schon, mein Visier ist auch voller Ölspritzer. Das liegt an dem Motorschaden von vorher. Na, ein bisschen pushen, pushen, pushen und mal gucken, was passiert. Und da haben sich die beiden in der ersten Kurve auch noch abgeräumt. Das ist natürlich super für mich. Und ihr seht hier, was hier passiert. Die kommen beide von rechts sofort wieder auf die Strecke. Und das ist das, was ich meinte, was hier so viele, ich nenne sie mal Vollidioten, machen. Die fliegen von der Strecke ab. Ich meine, wir sind jetzt 5. Ist alles gut gegangen. Die fliegen von der Strecke ab und die kommen halt sofort wieder drauf und gucken nicht rechts, gucken nicht links. Gut, rechts musst du nicht gucken auf der Rennstrecke. Aber links solltest du zumindest gucken. Aber ey, das ist in den letzten 5 Rennen so oft passiert. Mich hat einer abgeräumt, weil er wieder auf die Strecke kam. Und das versaut halt nicht nur dir das Rennen, das versaut auch den anderen das Rennen. Und deswegen muss man da echt aufpassen, gerade auf so einer Strecke hier. Ja, wir fahren jetzt quasi nur noch sozusagen die Platzrunde hier. Sind 5. geworden, hätte ich echt nicht gedacht nach dem Motorschaden. Ich meine, wir sind von Position 1 gestartet, 5. ist da schon kacke, aber ey,
Motorschaden gehabt, gut durchgekommen, Position zurückerobert. Ich meine, wir sind von 12 auf 5 jetzt nochmal gefahren. Wir haben 7 Plätze gewonnen und im halben Rennen. Hey, und das, da bin ich echt glücklich, dass das so gut gegangen ist. Ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder zum Rennen in Phillip Island, Australien. Und bis dahin würde ich sagen, viel Spaß mit meinen Videos und bis zum nächsten Mal.